Ein Hammer. Schleifstein. Bin nicht zur Wache, um gegen ihre Kannibalen wie den Kronmeuchler zu kämpfen. Ist hier noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Vielleicht kommt der Kronmeuchler doch zurück. Wird vielleicht verletzt. Vielleicht komme ich so ja an eine Medaille. Tja, das kann ich leider nicht sagen. So, ich werde hier aber auf jeden Fall was futtern. Lalala. Alter, wir haben echt viel zu viele Kugeln. Brief von Laura. Laura, erklär mir doch nicht mein Geschäft. Meine Familie spielt dieses Spiel schon lange genug und ich bin nicht alleine. Ich arbeite mit ein paar Freunden am Flugblättern gegen Emily Caldwell und ihren verfluchten kaiserlichen Schutzherren. Lady Brumbly nennt ihr Werk Bastardtochter. Das sollte bei Hof für Unterhaltung sorgen. Nathan Bettenbridge ist mit Strafverfolgung von Corvortano fast fertig. Ich überlege, mein eigenes Flugblatt sollte das Parlament herrschen, ein bescheidener Vorschlag zu nennen. Ja, ich weiß, sie ist die Kaiserin, aber selbst die muss sich unter dem Gewicht beugen, das wir ihr aufbürden werden. Erst die Oberschicht von Dunwall, dann das Parlament. Und zum Schluss die anderen Inseln. Du kannst davon ausgehen, Anfang des kommenden Monats diese Werke überall an den Wänden der Hauptstadt zu sehen. Und falls du unterwegs bist, kannst du sie in Dabokwa, Alba, Kanaka, Kalkani und Yaro sehen. Ich habe überall Freunde, Laura. Vergiss das nie. Das heißt, wir befinden uns hier anscheinend im Gebäude von Aufständischen. Beziehungsweise von unseren Feinden. Wie sie hier betitelt werden, wobei ich die Namen Feinde ein bisschen komisch ausgedrückt finde. Ich meine, die kritisieren ja im Grunde eigentlich nur. Verdammt, ich muss pinkeln. Da oben sind ein paar Leute mehr, als ich gedacht hätte. Ich glaube, ich ignoriere das. Also ich bin jetzt wirklich darauf erpicht, so wenig Personen wie möglich zu töten und so leise wie möglich voranzuschreiten. Und deswegen werde ich die beiden jetzt einfach mal ignorieren. Der Typ ist da jetzt rumgegangen. Es gibt jetzt übrigens auch anscheinend zwei unterschiedliche Klassen an Gegner, um das mal so auszudrücken. Finde ich eigentlich ganz interessant. Da von Gestöhne von sich. Oh, man kann ja auch da hoch. Noch, das nutze ich aus. Oho. Boah, gut, dass ich das gesehen habe. Okay, das nehme ich natürlich. Ich muss jetzt irgendwie zum Hafen kommen. Ah, da komme ich ja nicht hoch. Fuck. Das war doof. Heißt, der hat da nichts bei sich. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Und was soll ich jetzt machen? Mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Weitergehen. Na, das ist ja wirklich nett. Und herzallerliebst zugleich. Naja, gut. Also, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Ich habe das mal jetzt schon mal ganz kurz abgecheckt. Ja, aber leider nicht weit. Verdammt.
Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir ja noch nicht unsere coolen Fähigkeiten haben. Den wir uns hier eventuell wegstehen könnten. Oh, das sind auch so viele, die hier sind. Meine Güte. Wir müssen da nach hinten hin. Puh. Ja, wir könnten natürlich ganz komplett außen lang. So wie wir das gerade schon versucht haben. Ich warte mal ganz kurz, bis er sich mal umdreht, falls er das noch vorhat. Ich sehe mich mal um. Was ist hier los? Ich schaue mich hier um. Also mal sehen. Ich hätte genau hier jemanden gesehen. Sehen wir uns lieber um. Oh shit. Was? Ich kann sicher was bewegen. Das ist Emily Hornwell. Shit. Nein! Verdammt! Nix. Verdammt. Mist. Mist. Soll ich das doch gar nicht machen? Ich wollte mich doch so schön ranschleichen. Warum bin ich so blöd? Pass bloß auf, klar, Jungs. Hast du das gehört? Ja. Wow. Verflucht. Was war das denn für ein Lag? Sind hier ungeschützt. Oh, was war das? So, ich möchte aber nicht noch mehr Blut vergießen lassen. Das war jetzt wirklich ein bisschen dumm. Ich werde jetzt mal trotzdem hier langlaufen. Vielleicht gibt es ja hier sogar noch was. Was wir eventuell gebrauchen könnten. Na, 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 na. Und hey, sehen wir es mal positiv. So habe ich wenigstens Platz für neue Waffenmunition. Verdammte Axt, ey. Mann, und ich hatte mich schon voll gefreut, dass wir schon so weit klarkommen sind, ohne irgendwie unsere Kräfte zu missbrauchen. Oder irgendwie Gebrauch von Munition zu machen. Verdammte Axt. Ja, bitte, was hast du? Ich kann dich nicht verstehen. So. Ihn schmeißen wir mal hier hin. Wie viele gibt es hier denn noch? Befehl zur Hafenräumung. Corporal Blevins, ich verbiete mir weitere Fragen. Schicken Sie alle Schiffe aus dem Hafen. Sagen Sie es ja anlässlich des Todestages unserer geliebten Kaiserin Jessamine. Oder drohen Sie mit Beschlagnahmung. Ist mir gleich. Räumen Sie einfach den Hafen. Und laut der Morgenpatrouille war dort eine Frau, die sich geweigert haben soll zu gehen. Die Kapitänin der Terrible Whale oder Dreadful Whale oder irgendwas in der Art. Sie hat eine Audienz mit dem kaiserlichen Schutzherrn gefordert. Wenn Sie sehen, dann verhaften Sie sie. Soweit Ihre Befehle, Blevins, und glauben Sie mir, Sie wollen jetzt keinen Ärger machen. Boah, ich mag diesen Mortimer nicht. Hauptmann Ramsay war wirklich fleißig, aber ich brauche ein Schiff. Ja, 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 wir sind schnell wieder Blitz. So, da ist das Schiff. Ja, dann geh doch pinkeln, Kindchen. Dich hindert niemand daran.
Ich hoffe, es reicht, wenn ich ein Tier enttue. So, wir müssen auf jeden Fall da lang. Oh shit. Können wir da einfach hinschwimmen? So, sicher ist sicher, ne? Oh shit. Ich tauche! So. Bin hier, um den Schutzherrn zu warnen. Wohl zu spät. Und Lady, Sie sollten mir wirklich zuhören. Okay. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und... eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Ja, fangen wir einfach. Bin bereit. Machen wir es einfach mal. So. Ja, Zivilisten getötet, Gegner getötet, insgesamt getötet. Wir haben wenigstens nur 4 getötet. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und wenn man sich auf. Wenn wir uns auf dieser Skala. Wenn wir diese Skala angucken, befinden wir uns sogar dort. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Das einzige Problem ist halt echt... Ach, verdammt, ey. Das regt mich gerade echt auf, weil wir waren echt kurz davor, das zu schaffen. Verdammt. Was gibt's denn noch so? Münzen haben wir ja immerhin so ein Drittel geschafft. Wir haben aber alle Gemälde geschafft. Es gab auch noch... Nee, Runen und sowas, Knochenartefakte, sowas gab es alles noch nicht. So, Sonderaktion. Wir haben aber alle Sonderaktionen anscheinend erfüllt. Ja, ja. Verdammt, oh, das regt mich jetzt echt auf. Aber gut, sei es drum. Werden es ja wohl hinkriegen, mindestens eine einzige Mission mal leise hinzukriegen, oder? Ein eigenartiger Besuch. Irgendetwas stimmt nicht. Finde heraus, was los ist. Noch auf Megans Schiff? Seltsam. Blockiert? Wieso ist die Tür blockiert? Was ist das hier? Wo bin ich? Hä? Ach so. Ach so. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Wer könnte wohl jetzt unsere Audienz verlangen? Wie sich etwas nähert. Beobachtet. Tja, wer könnte das wohl sein? Hi, Outsider! Emily Caldwin. Ich bin ein Freund deines Vaters aus schlechten alten Zeiten. Ich hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mann. Ich dachte schon, das wär's mit der Aufregung. Jemand hat dein Leben zerstört. Du hast deinen Thron und deinen Vater verloren. Und Delilah wird beides nicht so leicht hergeben.
Also, was bist du nun bereit zu tun, o kaiserliche Majestät? Und stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Das habe ich Corvo vor 15 Jahren gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Nun bist du dran. Natürlich nehmen wir das Zeichen des Outsiders an. Man kann hier also anscheinend auch ohne Kräfte arbeiten. Ich frage mich gerade, ob das im ersten Teil auch so war. Ich glaube nicht. Aber ist ja cool. Das heißt, man könnte theoretisch das ganze Spiel auch ohne Kräfte erledigen. Aber, weil ich die Kräfte total cool finde und Emily sogar im zweiten Teil eine super coole Kraft hat, die ich unbedingt austesten möchte, werde ich das Zeichen des Outsiders annehmen. Es brennt tief in mir. Stünde ich am Rande von etwas. Alle Geschichten, sie sind wahr. So, und natürlich bekommen wir auch direkt unsere erste. Unglaublich. Oh, die ist ja ganz anders. Ist ja cool. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Oh ja. Wir werden uns damit bei unserem Vater bedanken. Aber hier kann man sich nichts angucken. Oh mein Gott. So. Und weiter geht's. Wir werden uns sowas von rächen. Und da ist schon mal hier. Die erste Rune. Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier und doch nicht in meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meinen Armen nehmen zu können. Doch höre mein Angebot, Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Okay, so, und wir haben natürlich wieder das Herz, mit dem wir die ganzen Runen und Knochenartefakte aufsammeln können. Ich frage mich gerade nur, wie wir da hinkommen. Ach so, wir können da bestimmt hochklettern, oder? Ja. Haha. Jetzt wird ein Schuh draus. Dann sammeln wir natürlich die erste Rune ein. Wobei ich mich gerade frage, ob dieses Herz denn irgendwie das Herz von der Kaiserin darstellen soll, was ein bisschen eklig ist, aber okay, kann man machen. Wer ist die Leila wirklich? Wie konnte sie... Ich verstehe es nicht. Eine Bitch. Vor allem, man hat auch gemerkt, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, dass ich voll die mechanische Stimme hatte. Also ich glaube ganz ehrlich, dass da irgendwas mehr hinter ihr steckt als... Also, ich weiß nicht. Und vor allem, das wird jetzt auch dargestellt, dass hier einfach hinter ihr eine Person steht. Oder sollen wir das sein? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Delilah ist hier jetzt ein bisschen... Ist mir nicht koscher. Allein schon, weil sie so eine mechanische Stimme hat. Das klang mehr so, als wäre sie gesteuert worden. Und ist es nicht auch ein bisschen naiv von Emily, dass sie als Tante begrüßt, obwohl sie keinerlei Beweise dafür hat, dass es wirklich ihre Tante ist? Also, ich weiß ja nicht. Das war ein bisschen naiv. Ich habe sie aus Blut und Dreck emporsteigen sehen, bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehen konnte. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel,
Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Dreadful Whale trifft sich mit Megan Foster und bespricht ihr Vorgehen, fahrt danach mit dem Beiboot nach Kanaka.